Hey Leute, alle Spiele, die ihr mögt, die mögen wir auch. Außer euer Lieblingsspiel, das finden wir nämlich richtig kacke. Screw. Ich habe mit dem Cold Opener nichts zu tun. Du hast gesagt, es ist okay. Screw. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Game Talk Spezial. Heute das Thema, ein wenig provokativ genannt, wir hassen eure Lieblingsspiele. Was bedeutet das, Elias? Also wir haben natürlich sehr viel überlegt, was könnten wir für dieses ganz besondere Spezial hier für ein Thema nutzen. Wir haben verschiedene Themen in den Raum geworfen und irgendwann kam Gregor rein und meinte, oh, ich hasse dieses Spiel so sehr. Und dann kamen wir und meinte, ey, ich mag aber dieses Spiel voll. Und dann hat sich so eine kleine Diskussion in der Redaktion ergeben, die um das Thema Enttäuschung gegangen ist. Mhm. Und dadurch hat sich das alles so ein bisschen organisch geformt. Wir hassen eure Lieblingsspiele, heißt im Endeffekt, wir wollen über Spiele sprechen, die uns enttäuscht haben, aber vielleicht euch, liebe Zuschauer, begeistert haben, beziehungsweise sogar vielleicht eine eurer Lieblingsspiele sind. Wir wollen ein bisschen diese Kultur näher diskutieren und schauen, wie ist es überhaupt zustande gekommen, warum werden wir enttäuscht und warum magst du das tolle Spiel, was ich hasse. Genau, und auch im Speziellen, es geht natürlich auch um die Runde jetzt hier, weil das alles persönlich natürlich gefärbt ist, was wir hier machen werden. Es ist immer bei diesen Diskussionen, alles, was wir hier sagen, ist persönliche Meinung jederzeit. Ne? Also es ist ja sowieso alles immer sehr subjektiv gemacht. Für manche Leute ist es dann, oder das überhört man ganz gerne, wenn du sagst, hey, ich mag Spiel XY nicht oder ich kann das nicht ausstehen, weil dann einfach auch so dieser persönliche Meinungsfaktor ein bisschen ausgeblendet wird. Und es ist ja auch, die Leute, was sie konsumieren, ob Spiele, Filme, andere Sachen sind, sie identifizieren sich auch zu einem gewissen Grad damit. Mhm. Und dann kann sowas, das kennt ja jeder selber, ne? Wenn ich sage, hey, Elias, ne? Dieser ganze Indie-Kram, den du anguckst, der ist doch kompletter Schwachsinn, ey. Spiel doch mal richtige Games. Das kann ja auch, wenn man weiß, wie man es nehmen muss, ne? Nehmen kann, das kann trotzdem ein bisschen einen treffen, weil man ja damit quasi einen selbst beleidigt gefühlt. Naja, es ist ja der eigene Spielergeschmack, der gehört ja zur Persönlichkeit. Und wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, Breath of the Wild ist ja völliger Schwachsinn, was es natürlich definitiv nicht ist. Oh Gott, das nimmst du ja gleich auseinander. Dann greifst du natürlich auch so ein bisschen so mein Lieblingsspiel an, das Spiel, das mit dem ich viele Erinnerungen verbinde, das mir sehr viel gegeben hat. Und dadurch, ich finde das ganz interessant und wollte einfach mal ganz gerne mit euch so ein bisschen drüber sprechen. Aber er greift dich ja nicht als Person an. Und das ist, glaube ich, das, was wir gerade auf den Punkt bringen wollen. Wir mögen das Spiel nicht, das heißt nicht, dass wir euch nicht mögen. Genau, wobei die Grenze verschwimmt ganz gerne. Ne? Man kann manche Sachen, einige Leute nehmen das einfach dann persönlich und da kannst du auch nicht sagen, nimm's mal easy oder so, jeder tickt da anders, so wie es ist. Ne? Man muss sich bei solchen Diskussionen aber wirklich so eine leicht dicke Haut dann dazu holen, weil ansonsten kannst du das einfach nicht mal vernünftig ausdiskutieren und bist sowieso sofort im Verteidigungsmodus und kannst immer vernünftig drüber sprechen. Im Speziellen geht es auch, weil es ja um persönliche Enttäuschungen hier auch geht, jeder von uns hat eine Erwartungshaltung für bestimmte Spiele gehabt. Ne? Mhm. Ob es jetzt ist dann, das kommt von einer Serie, die ich gemocht habe oder da habe ich die Preview gesehen und ich habe es vorher mal angespielt und ich kann den Teil oder sowas und dann spielt man es und auf einmal schade, das ist es nicht. Ne? Und da kommt es eben so dieser persönliche Faktor rein. Ich habe etliche Games, wo ich sagen würde, ey, die haben mich mega enttäuscht, ich kann sie nicht ausstehen. Und andere Leute gehen auf die Palme, also sonst hätte ich ja meinen Kingdom Hearts Ruf nicht. Ne? Ja, absolut. Erinnert ihr euch an das letzte große Ereignis oder Spiel, das euch einfach mega enttäuscht zurückgelassen hat? Von aktuellen Sachen? Die letzte große Erinnerung, wo du halt wirklich dachtest, fuck, Alter. Okay, ja, die letzte ist Fallout 76. Oh, ja. Wirklich? Ja. Aber das hast du richtig lang gespielt. Nein, die Freundin hat's gespielt. Ja. Ja, ich hab's ein, zwei Stunden gespielt und ich wollte mal reinschauen, weil ich Fallout, vor allem die Bethesda, ich mag die Bethesda Art der Fallouts. Ja. Ich weiß, ja, die Nicht-Bethesda-Dinge sind auch cool, aber ganz im Ernst, Outer Worlds ist ein solides Spiel, aber auch schön overrated. Selbst die nicht-Bethesda Sachen, aber Fallout 76 ist eben, okay, ich habe vielleicht Fallout 4 mit ein bisschen Online-Krams erwartet und du kriegst ein Spiel, wo keine NPCs sind, was quasi Online-Questen mit Podcast ist, wo du nur Audiologs hörst die ganze Zeit und so eine tote, leere Welt mit Bugs, mit anderen Sachen. Wir haben es auch dann damals nur irgendwie an die 20, 25 Stunden hat die Freundin noch gespielt. Ja. Ne? Und selbst sie, ne, die 150 Stunden in Fallout 4 dann rein investiert hat, hat es dann nicht mal mehr angefasst. Ja, das ist halt eine Ansage. Aber das zeigt dann halt auch, dass das vielleicht nicht so das ideale Beispiel ist, weil der Grundkonsens schon zählt, ey, Fallout ist schon Quatsch. So. Was? Hä? Also, was ist denn das hier wieder für ein Quatsch? Digga.
Fallout 76 ist Quatsch. Okay, aber wusstest du das vorher? Ja, das Problem ist, wir wussten vorher nicht, was Fallout 76 ist. Also die Ankündigung, könnt ihr euch daran erinnern, wo sie einfach 24 Stunden lang halt so ein Puppentheater gezeigt haben im Twitch-Stream. Mhm. 50.000 Leute gucken rein, haben keine Ahnung, was es ist. Dann zeigen sie... Da halt, ist es. Ja. Also ja, dann zeigen sie den Fallout 76-Trailer, wo du einfach denkst, okay, Country Roads, geile Musik, okay, es ist wieder... eine Vault, und dann kommen die ganzen Informationen rein, wo es dann hieß, es ist ein MMORPG und so, es ist halt nicht das, was man kannte, aber irgendwie schon. Das war halt so halbgar, und spätestens als die ganzen Review-Kopien rausgekommen sind, die Jungs, das hier auf dem Sender gespielt haben, wussten wir, okay, es ist nicht. Selbst wenn du moderate Erwartungen hast, und das, ich würde bei dem Beispiel jetzt sagen, wahrscheinlich eher wenige, die es hier Lieblingsspiel nennen, aber wir haben über kürzliche Enttäuschungen gefragt. Ne? Yeah. Und das Spiel hat sogar meine gedämpften Erwartungen so unterboten. Bei anderen Spielen zum Beispiel, ich habe mich wegen des allgemeinen Feedbacks gar nicht getraut, obwohl es eigentlich mit meine Lieblingsserie ist, mit Mass Effect, ich habe mich nicht getraut, Andromeda bisher anzufangen. Ach, ja? Krass. Ja, ich habe es auch nicht angefangen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es angefangen und ich war so enttäuscht. Es ist unglaublich, wie enttäuscht ich war. Ich hatte 3, da waren ja schon sehr viele enttäuscht und sind ausgestiegen. Und bei mir war es halt so, ich gebe dir noch eine Chance, weil ich fand 3 war eigentlich ganz okay noch gegen Ende, weil irgendwie kamen ja irgendwie alle noch zusammen. Das Ende an sich war halt nur ein bisschen schwierig, aber der Weg dahin, den fand ich vollkommen in Ordnung. Aber Andromeda war von vorne bis hinten einfach, okay, es war zum einen ein Bugfest, es war ein Meme, aber trotzdem war die Welt halt uninteressant, die Charaktere waren einfach nichts sagen. Das hat einfach keinen Spaß gemacht, denen zuzuhören. Mhm. Du hattest irgendwie nicht mit den Charakteren gebondet wie in den anderen Teilen. Okay, lass uns die Frage anders formulieren, damit sie unserem Thema besser entspricht. Mass Effect als auch Fallout 76 sind beide Spiele, die halt grundsätzlich so ein bisschen schlecht weggekommen sind. Genau. Anders gefragt, welche Spiele haben euch enttäuscht, die aber grundsätzlich sehr gut weggekommen sind? Okay, soll ich gleich mal anfangen? Hau raus. Ich suche den Trailer raus. Okay, also. Ich meine, jeder mag The Legend of Zelda. Alter! Oh, Brot auf dem Wald. Nein, Moment, okay, Moment. Also, ja, warte doch erstmal ab, Elias. Alter, gleich in die Abwehr. Ich hab nicht mal den Namen genannt. Das ist genau das gleiche mit Fallout. Aber das soll nicht passieren. Nee, du meinst generell, die Fallout-Serie sei schlecht. Ja, ja. Das hab ich nicht gesagt. Das war deine Aussage, bevor du sie korrigiert hast. Genau. Also, ich will nur sagen, hey, das Spiel hat für eine gewisse Kontroverse bei der Zelda-Serie gesorgt. Es wird auch von einem gewissen Teil der Klientel gehasst, wegen des Grafikstils. Nur, der Grafikstil ist super. Ich finde, es sieht fantastisch aus, heute vor allem noch. Aber es ist ein scheiß Zelda. Und das ist The Wind Waker. Ganz eindeutig. Mm. No? Ja, das verstehe ich. Also, Wind Waker, no? Das quasi erste Zelda, was nach der N64-Ära gekommen ist. No? Man hat schon viel Erwartungshaltung auch gehabt. Es gab den ersten Trailer, der noch ein bisschen echter ausgesehen hat, so von den Tech-Demos, die man hatte. Stimmt. Ja. Und damals im Internet, da war tatsächlich auch schon die Fanboy-Wars, die waren ordentlich am Köcheln. Da gab es ja den sogenannten Zelda Shitstorm. Oh, stimmt. Ja. Also, weil es den Cell-Shading-Stil hat, diese Comic-Optik. Und, wir wollen möglichst realistischere Sachen sehen. Und deshalb hatte das Spiel, weil es jetzt diesen eigenständigen Comic-Stil hat, dafür gesorgt. Ich fand das toll. Und vor allem auch, wie ausdrucksstark Link ist. Ich finde auch so, die Thematik ist echt cool gewesen. Ey, Segelfahren und alles. Das hat echt eine schöne Stimmung in den Trailern gehabt. Ich hab's dann gespielt, ne? Ich hab's hier in Hamburg ein paar Tage vor Release bekommen, wo ich nochmal extra bezahlen durfte beim Händler meines Vertrauens, damit er es vorher rausgegeben hat. Oh. Und hattest du im großen Teil auch durch beim offiziellen Release. Und das hat mich einfach leer zurückgelassen, weil man merkt diesem Spiel sehr deutlich an, da ist kaum was in Sachen Dungeon Design drin, da fehlen Teile der Welt, da ist gezwungene Fetch-Quest, wo du drumherum kommst. Und ich habe mich selten so enttäuscht gefühlt nach einem grandiosen Game wie Majora's Mask, ne? Weil hier einfach inhaltlich und spielerisch du so viel Streckung und Mauern-Scheiß hast und da konnte die Stimmung wieder nicht was auffangen. Mhm. Deshalb mag ich es nicht. Ich finde es ganz interessant, was für eine Begründung du nennst, weil du hast es gerade schon ganz gut erläutert, dass damals, als Wind Waker rausgekommen ist, alle Leute hatten Bock auf ein geiles, fettes, realistisches Zelda. Mhm. Deswegen gab es diese Tech-Demo, deswegen gab es diesen Shitstorm mit Zelda. Und als dann Wind Waker rausgekommen ist, da habe ich die Erinnerung auch sehr präsent, dass alle Leute quasi Sturm gegangen sind und meinten, ey, das ist halt ein Kinderspiel, wir wollen halt ein fettes, geiles Zelda haben. Wie sich herausstellt,
ist so viel besser gealtert als jetzt ein realistisches Zelda. Nee, nimm Twilight Princess. Twilight Princess ist das Spiel, was die Leute haben wollten. N64 Zelda in grafisch besser und größer. Ja. Und da hat man gemerkt, dass es visuell nicht so gut gealtert und quasi fast noch mehr Spielzeitstreckung, was eh bei Zelda danach nochmal dazugekommen ist, mehr. Also ja, es ist auf jeden Fall viel besser gealtert. Die haben es ein bisschen gestreamlined in der Wii U-Fassung, aber die grundlegenden Probleme, wo du merkst, dass mehrfach neu gestartet wurde und vor allem das Dungeon-Design wirklich meilenweit von allen anderen Sachen weg ist. Ja, und das hat mich persönlich sehr gestört. Das will ich heute so ein bisschen erforschen, warum nicht nur welche Spiele uns enttäuscht haben, sondern vor allem auch, warum wir letzten Endes enttäuscht werden, weil wir, ja, wir sitzen ja selber mit im Boot. Wir sind selber ein Medium, das jeden Tag quasi Meinung raushaut, Trailer teilt und Teil dieser ganzen Hype-Maschinerie sind. Und dadurch baut sich natürlich neben den ganzen Trailern, die sowieso rauskommen, neben den ganzen anderen Publikationen da draußen, da baut sich halt so langsam aber sicher eine gewisse Erwartungshaltung bei den Spielern und Zuschauern da draußen auf. Und dadurch kann es eine sehr, sehr persönlich gefärbte Ader sein, warum letzten Endes jemand enttäuscht ist oder nicht. Damit kann ich direkt weitermachen. Mhm. Und zwar mein Spiel, das mich nicht mega, doch, okay, es hat mich enttäuscht. Sorry, es hat mich enttäuscht. Ja. Persona 5 ist nicht geil. What the fuck? Ja, sorry. Whoa. Das ist der fucking beste Teil der Serie. You never see it coming. Alter, ja, sorry. Wo kommt das denn auf einmal her? Holy shit! Ey, das habe ich jetzt echt nicht kommen sehen. Pass auf. Meine Story. Ich habe Persona 3 gespielt. Ja. Persona 3 fand ich krass. Fand ich richtig cool. Hab's auf der PS2 geliebt. Hab das erste Mal so richtig diese Art von Rollenspiel kennengelernt. Dann kam Persona 4 und Persona 4, sorry, jetzt alle, die ein bisschen jünger sind, sollten mal weghören, hat meinen Kopf weggefickt. Ich fand's einfach nur krass. Ich fand's großartig. Die Charaktere waren geil gezeichnet. Es hatte eine schöne Story. Selbst die viel zu lange Kampagne fand ich immer noch Hammer. Und dann kam Persona 5. Und Persona 5 kam ja nicht 2-3 Jahre nach Persona 4. Es wurde eine komplette Konsolengeneration übersprungen. Mhm. Es wurde so viel immer wieder dazu gesagt, so viel dazu gezeigt und dann wieder verworfen, gezeigt, verworfen. Es wurde Catherine zwischenzeit gezeigt. Dann kommt's raus. Fantastischer Style, fantastische Atmosphäre, saulangweilige Charaktere. Oh, Alter, ey. Ich hab's gesagt. Wow. Ich hab's gesagt, ich hasse eure Lieblingsspiele, sorry. Ja. Interessanterweise, also ich darf inhaltlich noch nicht zu viel dazu sagen. Es gibt ja ein Update mittlerweile von Persona 5, was bald rauskommt mit Persona 5 Royal. Da ist noch Embargo drauf tatsächlich. Wo wir das wird erst in einer Woche ausgestrahlt. Trotzdem. Okay. Ja, das Embargo ist relativ. Ich will auf Nummer sicher gehen und so weiter. Okay. Was wir von diesem wissen, ist zumindest nicht, dass ich dir nahelegen würde, weil ich werde nochmal auf deine Probleme kurz eingehen. Wir wollen auch das nicht zu lang lassen pro Diskussion. Dass sehr viel Kritik, die Persona 5 auch zu Recht dann hat, weil Persona 5 ist ein vergleichsweise sehr langatmiges Spiel. Das waren die Personas ab Teil 3 immer, die so bei, ich würde sagen, mindestens 90 plus Stunden liegen. 90, Persona 4 über 100. Persona 5 habe ich am Ende 120 Stunden gehabt, bis ich es durchgespielt habe. Es hat sein wirklich sehr gemächliches Pacing, aber es ist eben auch ein Spiel, was in seiner Welt wirklich sehr schön aufgegangen, für mich vor allem spielerisch so viel besser alles gemacht hat als Persona 3 und 4. Das Dungeon-Design ist Welten drüber, das Kampfsystem ist noch mal besser gestreamlined, die Bosskämpfe sind wirklich schön aufwendig gemacht und es wird gerne mal so ein bisschen unterschlagen. Ich habe das Gefühl, es wird immer weniger über Gameplay gesprochen, wenn einem nicht irgendwie die Charaktere sofort zu sagen oder dieses Phantom-Dieb-Ding, was auch in Ordnung war. Ich finde die Story von Teil 4 insgesamt auch stärker und die Charaktere sind eh immer alle recht gleiche Archetypen in jedem Spiel. Mhm. Also du wirst dann darüber gucken, ob es jetzt ein Yosuke oder ein, wie ist der, Soji oder so, der Kumpel von vom Hauptcharakter. Ja, der Blonde. Ja, also es gibt immer quasi die Archetypen, ne? Dann gibt es dann die zwei Mädels, die du da nochmal dabei haben musst, die eine ein bisschen schüchterner, die eine und so weiter. Also die werden alle aus diesen Archetypen gebaut und musst gucken, ob dich dann diese Grundthematik da abholt oder nicht. Das hätten sie alles nochmal ein bisschen schön tighter machen können. Gameplay-technisch aber ist es wirklich, zumindest für mich, eines der besten RPGs der letzten Jahre. Ey, Gregor, das Ding ist, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Es ist gameplaymäßig, ist es so viel besser als Persona 4. Das Kampfsystem ist, finde ich, nochmal slicker. Du hast, wie schon erwähnt, den Art-Design, das Art-Design. Du hast die Musik, die absolut großartig ist. Aber es hat sich, wie schon eben erwähnt, es hat sich eine Erwartungshaltung aufgebaut. Ich weiß nicht, ob das eine gesunde Erwartungshaltung war. Anscheinend nicht. Ansonsten wäre ich nicht enttäuscht gewesen. Aber
Persona 5 war das allererste Spiel, wo ich beim Spielen, ey, sorry, es hört sich mega gemein an, aber ich bin eingenickt. Ich hatte so einen Sekundenschlaf und das nach 80 Stunden und das hat mir dann irgendwie, da bin ich irgendwann aufgeregt, so, fuck, ey, was mach ich hier eigentlich? Elias, ich verzeihe dir. Aber ich kann mich noch daran erinnern, als ihr damals das bei, das muss ich überlegen, Game Plus Daily vorgestellt habt. Holy shit, wie Reboot gehypt war's nicht, du warst. Da gab's nur Jakob. Ja, natürlich. Alter, du warst so gehypt, als du hier das erste Gameplay von Gregor gesehen hast, wo er es noch nicht mal zeigen durfte. Du meinst, oh Gott, das ist so ein geiler Style. Ich, und so. Mich, ich liebe es jetzt schon, es wird das mein Spiel des Jahres. Ey, ich erinnere mich ganz genau. Es war gerade so die Zeit, wo Breath of the Wild rausgekommen ist. Genau. Und das war das Spiel, was ich gespielt habe und nichts anderes. Eines, und dann komme ich an einem Montag oder was auch immer, komme ich in die Redaktion rein und dann Gregor so mega lassiv, wie er es immer macht, wenn er ein neues Spiel hat. Hey, Elias! Dann macht er so. Komm her. Dann komm ich so. Kennt man. So, Alter, Meister. Dann gucke ich so, ja, was willst du? Und dann gucke ich so, wie er dieses coole Kampfsystem mir zeigt. Und ich so, Scheiße. Na, Scheiße. Das war nur, ich habe nur meinen Namen eingegeben. Und ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Selbstreferenz. Auf jeden Fall denke ich mir, Scheiße, ich spiele eigentlich Zelda, aber ich muss dieses Spiel jetzt haben. Und dann habe ich es mir vom Publisher auch organisiert. Und die ersten 20 Stunden sind halt mega geil, weil das Ding ist, in Persona, wenn du 20 Stunden gespielt hast, du hast im Grunde nichts. Du hast Tutorial. Immer noch ein Tutorial. Ja. Und über die Zeit hat sich das dann leider so entwickelt, dass ich das Spiel einfach zu lang fand, dass ich, wie gesagt, die Charaktere nicht cool fand am Ende. Aber natürlich, es ist natürlich auf dem Papier ein cooles Spiel und ich würde es super gerne zu Ende spielen, wenn mein Spielstand nicht kaputt gegangen wäre. Ich würde Royal, wenn du sagst oder wenn irgendjemand anders sagt, es ist ein cooles Spiel, würde ich es mir auf jeden Fall nochmal geben. Aber Stand jetzt war einer der größten Enttäuschungen. Ja, ohne eine Wertung abgeben zu wollen, Persona 5. Persona 5 Royal adressiert auf jeden Fall viele dieser Sachen und soll angeblich auch sehr gestreamlined sein, was alten Content eingeht und mit neuem verweben. Naja. Also du wirst komplett neues Semester drin haben, neue Charaktere, aber anscheinend soll es wohl nicht länger dauern als das alte Spiel. Also so ein Dragon Ball Z-Kai-Situation soll da wohl am ehesten sein. Das ne? ist smart, das habe ich aber auch noch nie erlebt. Das Fett wegschneiden und dann, was dem Spiel helfen könnte. Mehr dazu werde ich sagen, wenn ich dann entsprechend ein bisschen was dazu sage. Es hat leider noch die alten Charaktere da, aber gut. Da ist ein neuer mit dabei. Okay. Du kannst da? Egal. Also, Wirt. Mein Spiel. Lach deine Kuh. Ja, mein Hassspiel Nummer 1, beziehungsweise eines der gehyptesten Spiele, glaube ich, vor fast 10 Jahren. Es ist tatsächlich schon 10 Jahre her, dass ich richtig hasse, ist Final Fantasy 13. Ich habe sehr lange darauf gewartet. Ich habe in Final Fantasy 7 und 8 bin ich eingestiegen, damals auf der PlayStation 1. Habe die PlayStation 2 Generation übersprungen. Habe es natürlich sehr vermisst. Mach die Qualität besser. Ich glaube, das ist die beste Qualität. Oh Gott, nein. Ich fand es total schade, dass ich immer nur beim Kumpel Final Fantasy 10 und 10.2 sehen konnte. Und dann dachte ich so, als ich die Xbox 360 habe, oh shit, ich habe eventuell die falsche Konsole gekauft, weil Final Fantasy 13, beziehungsweise Final Fantasy damals nur für Sony-Konsolen erschienen ist. Und dann hieß es, okay, das Spiel kommt jetzt auch für die Xbox 360, kommt auf 3 DVDs. Ich dachte so, holy shit, ich muss das Spiel unbedingt haben. Ich war damals in Seedorf stationiert, hab meine Konsole immer dabei gehabt. Das einzige Spiel, was du spielen konntest. Und ich habe sehr viele Spiele gehabt, aber ich wollte unbedingt Final Fantasy spielen. Ich habe einem Kumpel geschrieben, ey, Junge, wenn das Ding erscheint, schick mir zumindest die erste CD, damit ich Final Fantasy spielen kann. Er hat sie mir geschickt, ich habe die Disc eingelegt, meine Kameraden standen auch darum herum. Wir haben alle das Spiel angeschaut, wir waren sehr gespannt, waren Final Fantasy Fans, haben es gestartet. Und wir fanden es totlangweilig. Der Anfang war einfach totlangweilig. Das Kampfsystem war einfach ätzend. Es war einfach nicht wie im Trailer. Das Kampfsystem, der Kampf ist. Oh, wenn ich das schon wieder lese, Le C und Fall C und also die Kämpfe in Final Fantasy 13 im Trailer sahen so aus wie die Kämpfe jetzt in Final Fantasy 15. Und da war es immer noch Rundenstrategie, die Leute. Du hattest irgendwie dieses Paradigmensystem, wo jeder einfach alle Klassen waren. Du hattest langweilige Charaktere. Es war einfach so schlimm. Also. Ich habe 10 Stunden gespielt und dann hieß es immer, ja, ey, aber du musst 20 Stunden spielen, damit du die Open World öffnest. Du musst es interessant. 30. Es wird ja immer schlimmer. Und Open World ist relativ ein Gebiet, wo ein paar Dinosaurier rumlaufen. Ja. Ganz im Ernst, so die Welt, wie die aufgebaut wird, die ganzen Trailer, die rausgekommen sind. So, ich dachte so, oh, Final Fantasy 13 Versus wird ja auch verdammt cool. Das wird ja auch noch erscheinen. Schnitt, das kam 5-6 Jahre später. Aber trotzdem, Final Fantasy 13 hat mich einfach nur fertig gemacht. Vielleicht kriegen wir noch Final Fantasy 13 Versus. Ich weiß nicht, ob du den DLC eines
relativ frischen RPG schon gesehen hast, aber puh, meine Herren, da erzähle ich dir was nach. Ich hätte es fast gespoilert. Du hättest es fast gespoilert. Ich hab mir nämlich auch einfach nur das Ende. Ich auch, es war mir scheißegal. Ne? aber ich erzähle es dir nachher dann noch ein bisschen, weil Spoilergründe darauf nicht eingehen. Ein bisschen anders ist der Fall natürlich, weil Final Fantasy 13 wird nicht allgemein als ein gutes Spiel mittlerweile angesehen. Es hat schon sehr viel Backlash bekommen, auch aus den Gründen, die du genannt hast. Mhm. Ich habe mich durchgewirkt durch das Spiel. Sie haben alles liegen gelassen, was die Teile vorher ausgemacht hat, um sich auf die Grafik und die Technik zu fokussieren. Wir müssen alles. Fucking Fanfare war nicht dabei. Ich mag das Kampfsystem, muss ich sagen. Ja, es ist was anderes. Du spielst mehr so einen Coach an den Seitenlinien, wo du deine Crew Taktik gibst und du musst dich schon darauf einlassen, denn es stehen auch spannende Gefechte. Und ich muss auch sagen, am Ende hat es mich so ein bisschen gepackt, weil ich mich dann durchgewurschtelt habe, weil mit den Charakteren kommst du schon irgendwie zurecht. Du musst eben schauen, dass viel sehr plakativ war. Moms are tough. Ey. No? Vanille, ich habe Vanille gehasst. Oder Snow, I'm gonna be a hero. Ja, Vanille war schon, ich glaube, das Extremste. Oh. Mit Hope fand Alter, ich okay. Hope war auch so nervig. Hope war schon nicht schlecht. Und ganz ehrlich, das Schlimmste ist Star-Ocean. Lightning ist auch so totlangweilig als Charakter. Das ist unglaublich. Erinnert ihr euch, als es dann hieß, ey, wir wollen unsere Spiele mehr so Call of Duty-mäßig machen. Oh, und ja. Da ist halt Final Fantasy halt auch so mit reingestolpert. In wo alles Third-Person-Shooter war, so ein bisschen. Ja, also alles mehr Spektakel, Schlauchlevel, alles mehr in Szene gesetzt. Als Third Birthday habe ich auch im Kopf. Oh, aber da, in dem Zusammenhang können wir auch eine Überleitung zu einer nächsten Mega-Enttäuschung von mir, die auch positiv bei, nicht allen, aber bei vielen Leuten aufgenommen wurde. Eine meiner Lieblings-Survival-Horror-Serien. Ja. Mhm. Die hat einen großen Bruch gemacht. Nach dem dritten Teil von festen Kameraperspektiven ist auf eine Third-Person-Action-Kamera gegangen. Nein, nee, es ist nicht Resident Evil 4, weil ich finde, Resident Evil 4 ist top, war eine wirklich Neugeburt des Genres, hat es auf Third-Person-Action-Horror richtig gut umgewälzt, hat eine vernünftige Steuerung gemacht, die heutzutage ein bisschen veraltet ist, aber es funktioniert vom Pacing her, es sind geile Bosskämpfe, es sah fantastisch aus. Dann kam Resident Evil 5. Das mit Abstand schlechteste Spiel, wo Resident Evil draufsteht, ja? Schlechter als 6? Ja, um einiges. Um einiges. Und ich habe 6 zuletzt sogar nochmal durchgespielt. Du hast es nochmal durchgespielt? Die Leon-Kampagne zumindest nur. Und die Ada-Kampagne ist nicht schlecht. Aber spielt ihr es dann noch auf dem Sender durch? Nein. Gott, oh Gott. Mit Simon und Nee, also selbst Simon hat abgeblockt bei Teil 5. Also, Teil 5. No? Ist auf dem Faden von Resident Evil 4 weitergewandelt. Ist da allerdings genau in diese Ära reingekommen, 2009, 2010. Alles muss Multiplayer haben. Oder zumindest ja, den Dreh ungefähr. Nicht nur Multiplayer, sondern eben Call of Duty Schiene. Ne? Du hast zwar Third Person gehabt, aber es war mehr so Kriegsszenario in Afrika. Ich kann mich erinnern. So weiter. Da gab es auch so Passagen, wo du herumgefahren bist und dann einfach die ganze Zeit auf Zombies schießen musst, die auf Motorrädern. Ja, zum Beispiel. Ne? Also die typischen Turret-Sequenzen und so weiter. Ja. Also es hat den Action-Part von Resident Evil übernommen, aber alles noch actioniger gemacht. Nur das Problem ist forcierter Koop. Ne? Du hast immer deinen KI-Charakter dabei gehabt, der leider nicht klug besonders gewesen ist, wenn du nicht gerade Online-Multiplayer oder mit jemandem zusammengespielt hast, wo du im Split dann spielen konntest. Und dann geht ja auch gefühlt ein bisschen die Hälfte des Spiels, weil ihr müsst auseinandergehen, der andere muss einen Hebel ziehen und so diesen ganzen Scheiß da machen. Mhm. Der hat doch deine Items geklaut. Die Items genommen, das Item-Management ganz grauenhaft, der Typ hier mit seinem Silberblick. Du hattest eine schlechte KI deines Koop-Partners, die, wenn sie gestorben ist, quasi dann auch dich Game Over hat gehen lassen. Ne? Und da gibt's so eine Sequenz, weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wenn ihr es gespielt habt. Ihr kommt in so einen Komplex, wo es so Seilzüge gibt, ne? Wo du oben dich dann festhalten kannst, runtergehen kannst. Das ist so mehrere Gebäude zusammen, wie oft diese Killrooms, wo man da ist. Und da sind das Äquivalent von 2 Kettensägenmännern oder sowas da, die dich instant killen können. Ja, und du musst irgendwie um die drumherum, um sie von hinten erwischen. Und wenn du das mit einem KI-Partner spielst, die ist mir nach 15 Minuten Action da verreckt, irgendwo weit offscreen. Ich durfte den ganzen Kampf 4-mal hintereinander nochmal machen. Ne, 4-mal hintereinander. Dann ist es gestreckt ohne Ende. Und es dauert wirklich ewig lang, bis du beim Boulder-Punchen da bist. Oh, dieses Boulder-Punchen, das war legendär. Aber findest du 5 wirklich schlechter als 6? Weil bei 6 habe ich noch erstens in Erinnerung, die Giraffe, die einen Blowjob bekommt. What ja, aber das ist fuck. Das Cover. Das Cover. Mach Blowjobs. Ja, ja, und du dachtest, und ganz im Ernst, die Leon S. Kennedy-Kampagne, wo dann immer gesagt wurde, oh, das ist wieder dieses Oldschool Resident Evil, du läufst ja erstmal durch dieses Haus, es ist dann halt so ähnlich. Und dann am Ende kämpfst du dann gegen einen Dinosaurier-Zombie, der so riesig durch die Stadt ist, diesen Simmons. Und ich dachte so, Alter, ist das noch Resident Evil? Das ist doch noch die Chris-Kampagne, die einfach ein Call of Duty ist, wo da einfach Zombies mit Waffen auf dich schießen. Also, ey, da sind so viele Sachen falsch gewesen. Also, und der Typ da wie Justin Bieber aus. Jake Mueller, der Sohn von Wesker. Nee, der Typ, der Sidekick von Chris. Achso, Colonel, schieß mich tot. Der war schon Colonel? Ah, egal. Ja, sein Kollege auf jeden Fall. Sein Kollege auf einen Chief Ironside da.
kann ich nicht widersprechen dem Ganzen. Ich sag nur, es ist besser als Resident Evil 5, ja, mhm. weil es mehr Abwechslung geboten hat. Leider sehr viel Wiederholung. Den einen Bossgang viermal bei den verschiedenen Storylines machen. Die Ada-Kampagne ist die gute, weil die... Die musst du erstmal freischalten. Ja, aber vorher musst du so alle drei Kampagnen durchgespielt haben, bis du Ada spielen kannst. Und es hat eine richtig gute Action-Steuerung, wenn man sich darauf einlässt. Stimmt, da war nicht mehr diese Panzersteuerung. Es war aber pur Call of Duty dann. Ja. Ne? Also es hat sich wirklich wie Call of Duty mit Third Person und Zombies angefühlt, weil die zurückgeschossen haben das erste Mal. Ja. Ich fühle mich hier irgendwie alleingelassen. Ich redet über Spiele, die so halb gut sind, aber trotzdem was, halb... Resident Evil 5 wurde... Resident Evil 5 hat 9er Wertung Resident bekommen. Evil 5 hat gerade was so im Koop-Segment angeht, das Koop-Segment angeht, hat super viele positive Meinungen abgeholt. Aber egal, sei es drum. Zu Recht schlecht. Fick diesen aber Dreck. Nicht so schlecht wie 6. Sei es drum, ich werde jetzt ein Spiel nennen. Ich trau mich eigentlich schon fast gar nicht. Okay. Hau die Bombe rein. Ey, Moment. Nochmal ganz kurz. Es ist meine persönliche Meinung. Ich will nicht euch angreifen. Es ist einfach nur mein persönliches Ding. Ich hasse Spider-Man für PS4. Du bist ein schlechter Mensch. Sorry. Ja, jetzt sag Puh. Also, du musst ja auch Gründe haben. Ich hab's mir zurechtgelegt. Ich freue mich drauf, es auf der PS5 zu spielen, weil es mir ein bisschen zu hässlich auf der PS4 ist. Hassen ist so ein schwer. Ich mag's einfach nicht. Meine erste Platin-Trophäe. Das ist eins der Lieblingsspiele von vielen Leuten in der letzten Jahre. Was gefällt dir daran nicht? Pass auf. Spider-Man ist ein sehr gutes Spiel, weil gerade so das Gameplay, dieses Web-Swinging, das ist halt mega gut. Das haben sie fantastisch eingefangen. Das Problem ist, dass das Spiel im Grunde einfach nur ein Abarbeiten von diversen Listen ist. Du hast diverse Marker auf deiner Open World und dann guckst du dir die Quests an, dann drückst du ein X und dann siehst du auf deiner Minimap, siehst du da irgendwo ein X. Und dann folgst du diesem X, dann haust du irgend so einen bösen Buben und dann bekommst du Erfahrungspunkte und machst das Gleiche nochmal. Aber die Kämpfe machen Spaß. Ja, die Kämpfe machen auch, natürlich, das Spiel ist sehr gut. Technisch wie inszenatorisch ist es Hammer, es ist halt nur saulangweilig. Lass mich ran. Du bist versaut von Breath of the Wild mit diesem Forscherdrang, wo du einfach nur irgendwas hinpinnen kannst, einfach hingehst. Aber da nicht wirklich so ein Questmarker vorhanden ist. Naja, mir geht es nicht. Ich würde nicht nur Breath of the Wild dafür verantwortlich machen. Assassin's Creed hat's ja auch gemacht. So ähnlich. Ich bin einfach mittlerweile jemand, der dieses stumpfe Open World, dieses Far Cry, auch Far Cry 5, mag ich überhaupt nicht. Kann ich überhaupt nicht leiden. Far Cry 5 war doch ganz ordentlich. Es ist einfach... Far Cry 5 hat mir Spaß gemacht. Also es sind einfach Spiele, die mir persönlich nichts mehr geben, wo ich einfach eine fette Open World habe. Und ich einfach einem X oder so folge oder so einem Waypoint. Und das macht mich einfach nicht an. Aber sowas, keine Ahnung, auch was ist hier Dark Souls, wir haben Sekiro, wir haben Bloodborne gespielt. War God of War nicht auch so? Nee, God of War war tatsächlich nicht so, finde ich. Also natürlich hast du auch, du hast zwar nicht deine Minimap, du hast deinen Kompass, was ich echt gut finde. Mhm. Würde ich immer präferieren gegenüber einer Minimap unten rechts. Mhm. Dadurch bekommst du zumindest ein bisschen so die Möglichkeit zu erforschen, zu erkunden. Zum Beispiel diese Walküren, die musst du alle suchen. Die werden dir nicht einfach in die Story so reingeworfen, sondern du musst halt wirklich das Spiel erkunden oder die Welt. Und das sind halt eher Spiele, die mich anmachen, sowas wie Spider-Man, die ganzen Far Cry-Sachen, alles, wo du eine stumpfe, aber funktionierende Open World hast. Ist nicht mein Ding, mag ich nicht. Also du hast Breath of the Wild kurz schon reingebracht, ne? Und das ist ja. Gab es ja auch sehr viele Faktoren, weil wo ich sage. Breath of the Wild ist ja Ubisoft kopiert eigentlich, ne? Sehr viel. Nicht kopiert. Nein, also würde ich nicht sagen. Die großen Türme, um dann die Location freizuschalten. Ja, naja, du hast die Türme, aber wenn du die Türme freischaltest, dann bekommst du nicht nochmal zusätzliche Informationen, ey, was ist in der Nähe oder so. Du siehst also nur die Map. Also und anhand der Map musst du lesen, wohin will ich als nächstes. Deine Neugierde wird immer noch geweckt. Du musst dir den Marker setzen. Das Spiel setzt dir gar nichts. Gut, dass man solche Sachen optional dann abschalten kann, ich finde immer noch ein anderes Argument, ne? Weil wer weiß, ob man sich zurückhalten kann, diese Sachen anzuschalten oder nicht. Deshalb spielt Ede auch kein Final Fantasy VII auf der Switch, also das alte, weil man da den Experience Doubler zuschalten kann und dann die Challenge weg ist. Das gibt's ja auch. Was? Moment, bevor jetzt Leute in den Kommentaren schreiben, ja, das Spiel gibt dir trotzdem Waypoints, ja, aber nur für die großen Titanen und nur für die wichtigste Hauptquest, ansonsten musst du selber alles erforschen. So, das wollte ich nur nochmal als kleiner Disclaimer nochmal nennen. Wirt, gib uns eine Enttäuschung.
Gib mir mal jetzt was Richtiges. Ja. Kann ich der Einzige sein, der hier irgendwie... Was ich erzähle die ganze Zeit. Boah, also was von mir noch eine große Enttäuschung war. Ich würde jetzt einfach Fallout 4 sagen, weil Fallout 4 sagen viele, das ist eine Enttäuschung. Aber das ist... Ja. Deswegen ist es für mich... Ich muss gerade noch Fallout 3 gesagt hast. Fallout 3, nee, Fallout 3 ist eines meiner Lieblingsspiele. Das ist All-Time-Classic. Das ist gut gemacht. Hau du noch mal was raus. Soll ich mal was? Also, okay. Destiny 1 mag ich nicht. Ja. Aber das ist halt... Also, ey, ganz im Ernst, ich mag halt... Ich mag Loot-Shooter, aber ich mag halt Destiny 1. Gibt es auch kein Spiel, das so richtig fett ist, aber ihr nicht mögt? So, ich habe schon häufiger ein bisschen was dazu gesagt. Es ist kein per se... Ich wach nicht nachts auf und sage, dieses Spiel verdammt nochmal, ne? Das mache ich bei Spider-Man. Ich will Bilder von Spider-Man. Okay, ich werde mich erwürgen jetzt hier, aber scheiß auf Pokémon. Jesus, chill. Du bist ein schlechter Mensch. Ey, diese Kleinkinder-Geldabzocke. Holy shit, Mann. Aber Pinball ist das Beste. Ey, ich hab, also wirklich, als es rausgekommen ist, war ich über 20 Jahre alt, ne? Da kann das Spiel doch nichts dafür. Nee, das Spiel kann absolut nichts dafür. Aber da siehst du eben, was das einfach für eine billige Melkmaschine mit süßen Designs ist. Ne? Mit einem wirklich schlechten, rudimentären Rollenspielsystem, was du x-fach, tausendfach schon 10 Jahre vorher besser hattest. Nicht genug Waifus. Holy shit, ey. Es geht ein bisschen fast in die Kingdom Hearts 1 Ecke. Aber nein, ich wusste aber da auch schon, dass es nichts für mich ist, weil ich muss nicht nochmal geschröpft werden mit einem mittelmäßigen RPG. Und ist Pokémon 1, also Blau und Rot, ist das mehr als ein mittelmäßiges Rollenspiel? Ne? Ohne die Nostalgiebrille oder sowas. Naja. Ne? Was sagt das Kampfsystem? Was sagt hier das Lernen der Moves und so weiter? Da ist doch kaum Anspruch drin. Naja, es ist natürlich halt schwierig, ohne den Kontext dieses Spiels zu besprechen. Ja. Für mich war Rot und Blau, das war das allererste Rollenspiel für mich überhaupt. Ja. Als ich dieses Spiel gespielt habe, kannte ich den Begriff Rollenspielen nicht. Ich habe im Laden, wenn ich Rollenspiele gesucht habe, habe ich den Verkäufer gefragt, hey, gibt es Spiele, wo ich speichern kann? Das war die Genrebeschreibung. Das ist eine gute, berechtigte Frage. Das ist großartig. Das war die Genrebeschreibung für mich und deswegen bleibt Rot und Blau für mich immer so eines der krassesten Spielerfahrungen überhaupt. Aber natürlich hast du recht, wenn du dir das ohne Nostalgiebrille und vor allem auch ohne zeitlichen Kontext anschaust, das ist halt kein... Es ist schlecht gealtert, aber ey, dazu, was Schlechtes über Pokémon zu sagen. Aber jetzt Feuerrot und Leaf Green, ne? Das war gut. Das hat schon alles besser gemacht. Das ist auch der Grund, weshalb dann Etienne, als er es hier gespielt hat, dann eher mit Feuerrot weitergemacht hat und jetzt nicht die Urfassung von Rot, weil das Ding ist schlecht gealtert. Hat er nicht das klassische Rot gespielt? Er hat angefangen, aber zwischendurch hat er dann gewechselt. Okay. Weil das Ding ist einfach null zugänglich. Es wundert mich immer noch, dass ich das Spiel verstanden habe, beziehungsweise dann meine Verwandten. Ja, weil es wird nichts erklärt. In was auch immer man sich dann, man hat ja die Zeit als Kind, ne? Und dann redet man mit den Schulkollegen und den Freunden, was hast du? Oh, lass das mal. Es gibt den Spieleberater, den man sich dazu holen kann. Also Hilfestellung wird schon genug geben. Ja. Nur per se, also ich wäre nicht im Jahr 2000, dann hätte ich es nicht von den Dächern geschrien, guck mal, wie geil Pokémon ist, sondern haha, das hätte ich gemacht. Aber es ist auch, ja, wie soll ich sagen, es ist ein Spiel eher erstmal für Kinder gedacht. Ja, muss man noch sagen, ne? Die Zielgruppe sind Kinder. Andere. Aber du hast auch. Da gibt's keine große Story wie in einem Final Fantasy oder Dragon Quest. Die Mechanik ist auch einfach nicht. Die Mechanik ist einfach lame, ne? So mit einer Handvoll cool, und dann. Verschiedene du musst ja aufschreiben, Gras gegen das, nein. Vier Moves. Hey, das ist schon abgefahren gewesen, dass du auf ein Abenteuer gehst und deine Partymitglieder, du bestimmst sie selber. Aus 150 du kannst sie selber trainieren. Du baust eine Bindung zwischen denen auch Leute, nicht, weil sie gut geschrieben sind. Zwischen bis zu deinen Freunden kannst dann hier verschiedene Entwicklungen dann erst bekommen, wenn du tauscht und so. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr mit Pokémon angefangen habt, habe ich mehr Rollenspiele durchgespielt, als ihr bisher. Okay, Boomer. Alles. Alter, ey, Videogame-Boomer. Ich bin Gen X, nicht Boomer. Naja, okay, Gen X, kannst du sagen. Lass uns mal in die Analyse gehen. Warum, glaubt ihr, werden Menschen wie wir gehasst? Noch zu Recht. Warum werden wir zum Beispiel immer noch enttäuscht, obwohl wir uns beruflich mit diesen Spielen auseinandersetzen, obwohl wir genau wissen, was uns stellenweise auch erwartet? Warum enttäuschen uns Spiele noch? Oder würdest du sagen, dass du heute immer noch ab und zu enttäuscht wirst oder kommt das so gut wie nie vor? Doch. Ich würde fast eher sagen, es ist schwieriger, das andere, das Hochgefühl, dann nochmal dazu zu holen, weil wir sind natürlich in der Position, wo wir das auch beruflich machen und das ist das gleiche Problem, was ein Filmkritiker hat. Ne? Der sieht einen Film nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen und irgendwann kannst du die wahrscheinlich im Kopf besser konstruieren als das, was du auf der Leinwand siehst und wirst einfach von nichts mehr emotional gefangen, weil du es schon so oft erlebt hast. Hier muss es schon Spiele geben. Ich bin schon
okay damit, wenn die mich nicht komplett anfahren. Ich bin sehr verzeihlich bei vielen Sachen. Ne? Bei Filmen ist es genauso. Also ich werde bei wenigen dann gehen und per se versuche ich auch das Wort hassen eigentlich zu vermeiden, ja, weil es immer eine sehr starke Emotion ist. Schön, dass das unser Thema ist. Ja, genau. Ja, normalerweise versuche ich weniger das. Weniger lieben eure Spiele. Wie erwähnt, wir wollen es mal ein bisschen provokativer machen, weil es natürlich im Internet auch immer sehr schwarz oder weiß ist. Ne? Mhm. Es ist schwierig, da nochmal natürlich in die andere Richtung zu gehen, weil man so viel dann mitgemacht hat. Und manchmal aber, ne, wo du dich dann richtig gefreut hast, ein Spiel, wo ich mich dran erinnern kann, wo ich es aber halb so wild gefunden habe, Zero Time Dilemma. Ich weiß nicht, ob es manchmal ein bisschen was sagt. Das war der dritte Visual Novel Ding. Genau, das war der dritte Teil der Zero Escape Reihe. Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors, Virtue's Last Reward. Beides Visual Novels, ein bisschen so wie Saw zum Nachspielen, ne, mit langen Geschichten, die man lesen kann, Puzzleräumen und so weiter. Und das war ein Spiel, was nicht feststand, dass es rauskommt. Es gab ein, oder kannst du den Trailer mal reinschmeißen? Ich will nur ein, zwei Minuten kurz drüber erzählen. Mhm. Aber da hab sicher das Spiel Zero Time Dilemma. Das war eine Story, die über zwei Teile aufgebaut wurde, mit dem Cliffhanger geendet hat. Und da hat der Entwickler gesagt, ja, das war aber ja so ein Nischentitel und ich habe kein Geld für den Teil und der wird wahrscheinlich nicht kommen. Und da gab es Fanpetitionen und irgendwann Jahre später durchgerungen, hey, jetzt machen wir das Spiel doch. Und das Internet ist genau in dieser Ecke vollkommen abgegangen. Ja, wir werden erfahren, wie die Story weitergeht. Mann, dieser Cliffhanger, der aufgebaut wurde, wir haben 10 Jahre schon in dieser Story hier dran gesessen und der wird uns endlich ja sagen, was ist. Ungefähr, ja. Also fast schon härter als Shenmue, weil das waren wirklich richtig beliebte Titel in der... Also ganz ehrlich, ich liebe Shenmue 1 und 2, aber es sind keine geilen Games. Ganz im Ernst, ne? Mhm. Die ersten beiden, Virtue's Last Reward und Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors, für ihre Visual Novel Puzzle-Ecke, waren sie schon richtig gut. Der dritte Teil hat storymäßig sich ein paar Klöpse geleistet, ne, mit verschiedenen Parallelebenen und ich habe es sehr unterhaltsam gefunden, hat ein paar so Abzieh-Charaktere, so, die ein bisschen flach gewesen sind und auch die Auflösung, wie sie herumgekommen sind, haben sich Leute was anderes vorgestellt. Ich habe selten so viel Hass im Internet gesehen gegenüber einem Spiel. Das war eben so wie der gezürnte Liebhaber oder so, ne? Mhm. Also, ich habe dich vorher geliebt, aber jetzt hasse ich dich. Oh, und es wird auch mein Eindruck von der gesamten Serie dann, dass ich so viel Hass auf das Ende habe. Das Game of Thrones Phänomen ist es tatsächlich, ne? Ja. Die letzte Staffel, so alles für die Person komplett vergeigt hat, nicht in die Richtung gegangen ist, wo es weggegangen ist. Mass Effect. Star Wars. Ne? Star Wars kann man jetzt auch mittlerweile sagen. Und ich bin bei solchen Sachen tatsächlich sehr verzeihlich. Ne? Da hat's mich auch, okay, ich find's nicht ganz so geil wie den Teil davor, aber ich habe immer noch sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ist auch in meinen Top-Listen dann drin gewesen. Mich dann richtig zu enttäuschen, da muss ich, da muss das Spiel noch kommen, was es wirklich schafft. Selbst ein Shenmue 3 hat nicht geschafft, mich komplett zu enttäuschen. Mhm. Ne? Und Shenmue 3 hat's gut versucht, mich zu enttäuschen. Aber glaubt ihr, das liegt auch daran, dass wir... Also in Zeiten von Hype, von Game Awards, von E3, Gamescom, Pressekonferenzen, dass wir uns so krass hypen, ja vielleicht sogar blenden lassen und eine Erwartungshaltung aufbauen, die dann irgendwann nicht mehr gehalten werden kann. Ich mag den Moment des ersten Hypes. Ey, cool. Das ist was Besonderes, ne? Ja, das ist was Besonderes. Gerade deshalb diese Emotionen, die wir haben, die sind ja auch nicht gespielt oder sowas hier, ne? Wenn wir hier dann sitzen und irgend so ein Reveal da ist und schau, als Shenmue 3 revealed wurde, als Final Fantasy 7 das Remake wurde. Was auch das Potenzial übrigens hat, doch groß zu enttäuschen, jetzt wo wir hier sitzen. Alles, was ich bisher gesehen habe, sieht geil aus und das könnte tatsächlich mir einen Stich ins Herz verpassen, wenn das nicht gut ist. Ne? Ja. Das, was wir gespielt haben, war ja bisher. Aber auch manchmal diese positiven Sachen. Ich habe mich sehr über die Nier Automata-Ankündigung gefreut und habe es gespielt. Es war mega gut! Yeah. Verdammt nochmal, ne? Und da weiß ich auch, ich bin noch nicht zu alt, um mich emotional zu investieren. Ne? Das kann ich einfach nicht abschalten, das ist mein Wesenszug. Also das kommt automatisch mit rein, glaube ich, bei Leuten, die einfach so nah, also das ganze Gaming so nah an sich ranlassen. Ja, naja, letzten Endes, es ist halt wie gesagt, es gehört so ein bisschen zur Persönlichkeit mit dazu. Du definierst dich auch so ein bisschen über deine Lieblingsfilme, über Lieblingsspiele, über Popkultur, die dich persönlich auch geprägt hat. Und dadurch ist man auch ganz vorsichtig, vielleicht auch ein bisschen sensibel. Also bei mir, also mein absolutes Lieblingsspiel ist, es ist halt, je länger ich darüber nachdenke, die letzten Monate, desto mehr wird es für mich halt Breath of the Wild, weil das für mich ein Spiel ist, das, damit verbinde ich eine Zeit, da konnte ich die Konsole anmachen und ich war weg. Mhm. Und ich konnte alles ausblenden und habe ich einfach nur Korok-Seeds gesucht. Damit du die Kacke bekommst. Nee, nie mit dem Anspruch, dass ich einfach alle so bekomme, sondern einfach nur, weil ich mehr, ich habe irgendeinen Grund gesucht, mehr Zeit in dieser Welt zu verbringen, weil sie mir einfach so viel positive Vibes gegeben hat. Und jetzt sehe ich,
Wenn jetzt Breath of the Wild 2. Eine gute Version davon rauskommt mit Breath of the Wild 2, ja. Ich gehe da jetzt nicht auf diese Nicklichkeit ein. Mit Dungeons. Erinnerst du dich, als wir die Ankündigung von Breath of the Wild 2... Ja, ich hab dich da gehasst, weil du so mega nervig warst. Die ganze Zeit nur im Grinsen, Breath of the Wild 2 kommt, ich hab's dir gesagt. So, er hat mir nämlich nicht geglaubt. Wir haben im Auto nochmal so eine kleine Wette abgeschlossen. Ich habe Luftsprünge gemacht. Ich habe noch Bilder von, ich sollte aber gleichzeitig, ich habe mir jetzt den neuen Trailer von Breath of the Wild 2, habe ich mir jetzt, glaube ich, keine Ahnung, 20, 30 Mal angesehen. Und je häufiger ich mir diesen Trailer ansehe, Wirt macht den gerade an, ja, desto mehr Sorgen mache ich mir. Okay, wird mich dieses Spiel enttäuschen? Was wird es genau sein? Wird es mehr recyceln? Okay. Weil eigentlich wünsche ich mir so ein Majora's Mask-Szenario, aber dafür sieht der Trailer noch zu identisch aus. Ich weiß nicht, es wirkt auf jeden Fall... Es löst ein Unbehagen in mir aus. Ja, der Trailer ist in vielen Sachen recht nichtssagend. Du siehst ja nur ein bisschen quasi eine Cutscene mit Link und mit Zelda. Ja. Mit der neuen Frisur. Mit der neuen Frisur und alles. Aber was kann das für die Zeitperiode bedeuten? Ist es nach Breath of the Wild? Ist es irgendwas, was Prequel-technisch dann? Nee, das ist ein Sequel. Also zeittechnisch nach dem. Ja. Okay, haben sie schon entsprechend gesagt. Man weiß nicht, ob es jetzt ein Titel ist, der vielleicht tatsächlich, wie man spekuliert hat, dieses Jahr rauskommen könnte, lange zu brauchen. Ich denke auch, du wirst die gleiche Oberwelt haben, weil es einfach so ein großer Turnaround wird. So, genau. Und das ist genau der Punkt. So, hier sehen wir Bilder. Wir. Das ist so dumm, dass ich mich darauf versteife, aber es ist nun mal so. Es ist ein wichtiges Spiel für mich. Man sieht hier jetzt Szenen nur im Untergrund. Und es wäre für mich das Traurigste, wenn dieses Spiel primär im Untergrund stattfinden würde. Das ist glaube ich eine Katze. Guck mal, da ist ein Shot draußen. Ja, genau. Ja. Pass auf. Aber dann siehst du hier nochmal, okay, irgendwas sinkt Hyrule Castle vielleicht. Ja, geht wahrscheinlich unter. Oder ist das vielleicht der Indikator? Ja. Ist es der Indikator dafür, dass wir uns primär im Untergrund befinden werden? Oh, haben wir die Goronen? Warte mal, die Goronen? Die Goronen haben wir nicht gesehen, glaube ich. Haben wir nicht gesehen? Ja, doch, die Corona haben wir gesehen. Doch, die waren Death Mountain. Ah, okay, ja, Death Mountain, okay. Ja, ich bei 8 Millionen Zelda-Spielen kriegst du durcheinander, die wir wohl nicht gesehen. Zora, die Gerudes haben wir gesehen. Nee, wir haben alle vier gesehen. Ja. Okay. Und die Vögel hier, die. Die Ritu hießen die. Genau, okay, ja. Weil ansonsten hätte es ja sein können, dass sich irgendwie eine der Rassen dann unter Tage gezogen hat und dann die großen Tunnel unterhalb von Hyrule, dass du von einer Location zur anderen kommst. Nochmal 120 Minischreine. Ja, ich finde das ja an sich. Ich vertraue denen zu 100%, aber es ist aber schön, dass du dich gerade beim Gaming nochmal auf sowas emotionaler richtig reinpacken kannst. Ich pflichte dich dabei. Wer nicht geliebt hat, der kann nicht enttäuscht werden, aber dann hast du auch nicht geliebt. Scheiße, Mann, ey, das finde ich gut. Alter. Das finde ich schön, dass du das gesagt hast. Also, ey, aber ganz im Ernst, dass du noch so gehypt bist in so einem Spiel, obwohl du noch nicht weißt, dass es draußen ist und dass du in den letzten Jahren auch ein Spiel hast, wo du sagst, Alter, das ist das beste Spiel, ich kann es komplett ausschalten. Ich habe nur noch das Spiel im Kopf, ich schaue mir jetzt den Trailer 100 Mal an. Ich habe sowas seit Jahren nicht mehr gehabt. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal ein Spiel gehabt habe, beziehungsweise einen Trailer gesehen habe, wo ich so, oh mein Gott, ich will das so spielen, ich will es jetzt spielen, ich will es jeden Tag spielen, ich liebe es, jeden Moment zu spielen. Mittlerweile habe ich so viele Spiele gespielt, wo ich dann einfach immer nur auf die Uhr schaue und gucke dann so, okay, ich habe schon 3 Stunden gespielt. Ja, das ist so ekelhaft, dass wir das sagen, aber es ist leider so. Ich habe jetzt gestern, ganz frisch, habe ich Luigi's Mansion durchgespielt und ich fand das Spiel gut, es hat mir Spaß gemacht, ich fand es aber 5 Stunden zu lang. Du hast Backtracking auch, was mich stellenweise nervt. Am Ende gab es halt. Das haben fast alle Nintendo-Spiele in letzter Zeit. Es war super nervig und auch extrem unnötig. Und dann habe ich immer auf die Uhr geguckt. Ist Alter, schlimm, oder? Jetzt kannst du mal langsam zu Ende gehen. Ich habe noch 17 andere Spiele, die ich mal durchprobieren möchte. Das ist die Schwierigkeit, vor allem, wenn dann dir ein anderes Spiel im Nacken hängt. Also, ich lasse mich gerne nochmal, wenn es funktioniert, mich wirklich fallen in ein Spiel. Ne? Wenn ich mal irgendwie eine freie Zeit habe, das, wo mir es am extremsten passiert war, war Fallout 3 vor vielen, vielen Jahren. Oh, aber das ist ein gutes Spiel. Ich hab das angemacht das war so nach der Weihnachtsfeier bei uns in der Familie, ne? Bin ich nach Hause gegangen, spät nachts, und ich will noch ein bisschen was zocken. Fallout 3 liegt jetzt im Zimmer, ich mache es an. Ich habe 2 Wochen lang, bis sie vorbei war, nichts anderes gemacht. Ich bin morgens aufgewacht, ich habe auf die Uhr geguckt und es ist immer, die Zeit ist dahin geschmolzen. Das sind die besten Spiele. Und ab und zu mal habe ich es mal, ne? Wenn mal ein gutes Adventure da ist oder eine Visual Novel oder ein gutes RPG, die Danganronpa spiele. Sobald eins rauskommt, weiß ich, ich werde knallhart an der, Vita oder an der Switch, nicht an der Witch hängen. Die hat heute frei. Also ab und zu passiert es auch noch, aber wir sind eben so abgezockt in solchen Sachen. Bei Filmen, bei Wrestling ist es das Gleiche bei mir, ne? Es braucht schon enorm viel, damit mich ein Match packt oder dass ich irgendwo drin bin, aber ich gucke mir trotzdem noch alles an. Ja. Hast du noch eine heilige Kuh? Ja. Ich habe noch ein paar. Es ist für mich, es ist eine Hassliebe tatsächlich. Es ist Metal Gear Solid 5. Ooh. Also, aber da, da,
da so viele Faktoren mit, wo ich einfach sagen muss, da kann das Spiel zum Teil nichts dafür, dass es nicht fertig ist. Doch, es kann was dafür. Ja. Zum Teil. Aber auch das monotone System, du sammelst Soldaten ein und so weiter, fliegst mit dem Helikopter hin, was so ewig lang dauert. Das tut dir weh. Was ewig dauert. Ich liebe das Spiel, aber trotzdem habe ich es im Nachhinein wieder gehasst. Es ist eines meiner wenigen Spiele, wo ich am meisten Zeit auf der PlayStation 4 verbracht habe. Also ich habe letztens noch mal reingeschaut, 80 Stunden. Ja, die Kampagne dauert auch 80 Stunden. Ich habe das Problem gehabt, dass ich es hier durchspielen wollte auf dem Sender. Kein anderes Spiel. 20 Stunden erwartet. Schlimmster Fehler. Kein anderes Spiel auf der PlayStation habe ich so viel Zeit verbracht. Ich mag das Spiel, ich liebe die Story, ich mag alles rund um Solid Snake. Ich liebe Metal Gear Solid, aber Metal Gear Solid 5 war schwierig. Also jetzt im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke. Und das gleiche gilt auch für Red Dead Redemption 2. Will you be ashamed of your deeds? Bist du ashamed gewesen, als du rausgefunden hast, was mit Quiet wirklich los ist, warum sie kaum Kleidung anhat? Sie ist eine Pflanze und atmet. Genau, das war das Problem. Sie war eine Pflanze, weshalb sie dann zerrissene Strumpfhosen und ein Bikini hat. Genau, deshalb hat sie sich auch dann durch Bäche gerollt und das Wasser in ihrer zarten Perlenhaut abperlen lassen. Ja, genau. Und dann musste sie unter der Zeile auch mal. Aber es ist auch eher gemischt angekommen, muss man ja zugeben. Aber ich mag es irgendwie. Es ist gameplay-technisch das beste Stealth-Action-Game, was ich je gespielt habe. Es ist fantastisch, was es angeht. Es ist kein Spiel drin, ne? Es ist einfach ein bisschen open. Also hey, es ist Pokémon mit Soldaten. Es macht Spaß, aber es ist eben sehr, sehr viel auf. Eigentlich ist es wirklich ein Portable Ops 2 auf der PSP und das ist ein Handheld-Titel. Peace Walker. Ja, zum Beispiel. Und das mochte ich auch. Obwohl es total nervig war, die Soldaten einzusammeln und deine Motherbase auszubauen. Ich dachte, du kommst jetzt aber nochmal mit richtigen Hämmern hier so, weil es auch so ein bisschen. Aber das ist doch auch. Ich hab einen Hammer. Ja, okay. Okay. Aber hast du ganz kurz schon erwähnt. Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2. Okay. Ich hab's auch liegen lassen. Okay, so, ich geb's zu. Zurückspulen. 60 Stunden gebraucht. Und Play. Das Spiel sieht großartig aus. Definitiv. Es sieht richtig toll aus. Du hast schön inszenierte Geschichten dort. Du hast geil inszenierte Missionen. Das Spiel ist viel zu lang. Viel zu langsam. Nummer 1. Nummer 2 wird... Du hast vollkommen recht, es ist viel zu langsam. Alles, was du machst, ist so ein halbrealistisches Ding. Es ist so eine Zwischung aus Arma und ein Cowboy-Spiel. Ey, was ich wirklich jedem empfehlen kann, ist ein saulanger Text. Aber die Kollegen von Polygon, die haben von dem Kritiker Hulk, heißt der, glaube ich, auf Twitter? Crit Hulk. Ja. Crit Hulk. Aber der macht nicht mehr alles in Großbuchstaben. Und Nein. Okay, gut. Der hat, glaube ich, der hat wie viele Seiten? Keine Ahnung. Es sind 25 bis 30 Seiten, hat er eine Abhandlung geschrieben, warum Red Dead Redemption 2 ein schlecht designtes Spiel ist. Und ich kann ihm leider in sehr vielen Punkten sehr stark zustimmen. Allein wie die Tastenbelegung stellen, weil ich habe immer noch nicht gerafft, wie diese einzelnen Kerne zu interpretieren sind. Wir waren im fucking Preview-Event. Stimmt, ja. Und ich musste dich immer fragen, was wollen die jetzt von mir? Das Geile ist ja, die PR-Leute, die wussten es irgendwie auch nicht und sagen uns die ganze Zeit, ja, die Kerne, da müsst ihr drauf achten und die müsst ihr dann ausbauen. Wie ich da so, ich glaube, sie wussten schon, wir haben es aber halt nur nicht gerafft. Ich will niemandem irgendwas in den Mund nehmen. Red Dead Redemption 2 hat Welt vor Spieldesign gepackt in vielen Punkten. Ne? Also was, wo du Gameplay... Realismus. Also alleine, es ergibt keinen Sinn, dass du bei jedem, den du umhaust, erstmal hingehen musst, dich hinknien musst und die Taschen durchsuchen musst, den Knopf drücken musst, um den zu looten, wo es drüberlaufen auch gereicht hätte. Aber es ist eben nicht realistisch. Mhm. Ich hab's auch irgendwann liegen gelassen. Also es hat mich nicht so gepackt wie der erste Teil, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wobei die Chance immer groß ist. Manchmal packt mich das auch einfach und ich spiele dann einen Rockstar-Titel und dann auch für 200 Stunden tatsächlich. Weil die Story, muss ich sagen, hat mich gepackt. Die Story war echt gut. Ja, die Story war cool. Die hat echt Spaß gemacht, aber das Spiel an sich war... Aber das war auch irgendwann, okay, komm jetzt einfach schnell, komm schnell. X auf die Karte und weiter. Ey, kannst du mir X weiter, du dachtest, X weiter. Du dachtest, du spielst das Spiel durch und dann hast du nochmal 10 Stunden. Und das Schlimmste war ja, da gab es ja diesen Cinematic-Modus und ich habe den tatsächlich gemacht, so wie du es gesagt hast. X und dann Cinematic-Mode, X gedrückt halten und warten, bis du dann hingeritten bist. Das ist... Ey, pass auf. Und irgendwann... Ich erinnere mich noch ganz genau, unser ehemaliger Kameramann Clemens, der hat dann bei mir einmal übernachtet, weil wir hier gedreht haben und er von außerhalb kam. Und dann hat er mir mal gezeigt, wie er Red Dead spielt, weil er hat's durchgespielt und das war das gleiche wie bei Breath of the Wild. Er hat Gründe gesucht, um weiter in diesem Spiel versinken zu können. Und dann hat er sich jedes einzelne kleine Viereck genommen auf der Map und hat sich das angeschaut. Jedes Viereck ist quasi ein Haus. Und in Red Dead ist das so, dass du halt super viel entdecken kannst, dass halt niemals in der Story vorkommt. Ja. Und dann habe ich einen Roboter. Zum Beispiel. No Spoiler.
Aber da, als ich so angefangen habe, Red Dead zu spielen, ich fand's mega geil. Das hat mir mega viel Spaß gemacht, weil ich so quasi meine eigene kleine Geschichte erzählt habe und so mein eigenes Pacing hatte. Das ist der Vorteil von Open-World-Spielen, wenn sie dieses Tummelplatzige anmachen. Wir als Games-Redakteure und Reviewer haben auch einen gewissen Drang, okay, wir haben so, wir möchten den Haken da gerne hintersetzen. Ja, schnell durchspielen. Und das ist, glaube ich, das, was dir auch bei Persona 5 das Genick gebrochen hat, weil da kannst du dir tatsächlich auch ein Pacing machen. Du kannst vielleicht mal ein oder zwei Ingame-Tage an einem Tag spielen, mal eine Woche später was. Das ist etwas, das ist so ein Langzeitprojekt, wo man nicht sagen kann, ich spiele 3 Wochen nichts anderes und dann habe ich es durch. Und dann kriegt man ganz anders die Sachen. Ich erinnere mich bei Persona, dass ich es irgendwann einfach durchhaben wollte. Ich wollte es einfach nur noch durchprügeln. Was war mit Death Stranding? Das ist auch noch eine Geschichte. Death Stranding ging bei mir. Da habe ich nicht diesen Burnout gefühlt, muss ich sagen. Death Stranding hatte ich so den Zeitdruck gehabt, weil ich hatte immer Angst gehabt, dass ich im Internet gespoilt werde. Oh, weil ihr beide hattet es durchgespielt. Ja, das war Spoiler-Talk. Ich habe Kojima auf Twitter gemutet. Ich habe alles zu Death Stranding gemutet. Hättest du gedacht, 30 Tage. Seine Essens-Tweet irgendwelche Spoiler drin haben. Ah, diese Wurst. Zwei Würste. Mittlerweile tweetet er so viel Spoiler. Das ist unglaublich. Naja, aber er hat auch gegen kurz vor Release hat er auch echt viele Screenshots aus dem Release-Trailer veröffentlicht. Der Launch-Trailer besteht aus Spoilern. Und der Launch-Trailer, das ist halt wirklich schon frech. Also bei Phantom Pain war es genauso. Die sind alle geil geschnitten, aber da sind Szenen drin, die sind so 5 Stunden vor dem Ende kommen die vor. Was einfach absurd ist. Das soll man nicht reingucken. Death Stranding, kein schlechtes Spiel, aber für mich war das Spiel, wo ich sagen musste, das war Arbeit, es durchzuspielen. Ja, okay, krass. Schade. Ja. Also ich will eine Handvoll Titel einfach reinwerfen, die hier drin sind. Okay, manche sind zu nischig für die heutige Zeit, um da konkret drauf einzugehen. Ich halte fest. Eine meiner größten Enttäuschungen, Skies of Arcadia, von den Fantasy-Star-Machern. Eins der Lieblings-RPGs aus der Dreamcast-Ära, großer Dreck. Suikoden 3, habe ich mich sehr drauf gefreut, weil Suikoden 2 eines meiner Lieblingsspiele ist. Und der dritte Teil einfach ein Spiel von unfähigen Leuten gemacht, wo die noch nie 3D-Grafik gemacht haben und versucht haben, da Game Design zu machen. Legend of Mana ist nicht besonders geil, von der Secret of Mana oder der zeigenden Zetsu-Serie. Auf der PS1 ist kein richtiges Action-Adventure mehr gewesen, sondern mit komischem Baumodus und ein bisschen kleine Eckchen reingegangen. Sah geil aus, war kein gutes Spiel. Mario Sunshine haben wir häufig drüber gesprochen. Muss ich dir zu beipflichten. Mario Sunshine ist einfach wie oft ich von der Community höre, ne? Weil die mit dem Spiel erinnerst du dich, als wir Mario Maker gespielt haben und mal erwähnt haben, dass wir Sunshine nicht cool finden? Ja. Ihr müsst ihn nicht daran erinnern. Ja, wir haben, Fabian und ich haben ja auch Sunshine die Mod gespielt, kurz für Windelweich angehüpft, ne? Kurz vor Weihnachten, damit wir noch ein bisschen was gespielt haben. Da habe ich mich wieder daran erinnert, die Mod-Level waren cool, sehr schwer, aber auch die Steuerung hat mich getötet, weil sie so nervig gewesen ist. Und auch so ein paar Klassiker, wo ich sagen würde, ich habe nie den Zugang von, ich habe nie Diablo gemocht, ich habe nie Command & Conquer gemocht, muss ich sagen. Das tut dir weh. Ja. Aber Echtzeitstrategie ist eh scheiße gegenüber rundenbasierter Strategie. Echtzeitstrategie ist für Leute, die sich nicht mal hinsetzen und mal denken wollen. Auf deiner Seite. Ey, Worms ist das beste Spiel der Welt. Beste Rundenstrategie spielen. Naja, Fire Emblem, Advance Wars. Und von aktuellen Sachen, die gute Vagrant Story, von ganz alten Sachen habe ich auch nie den Zugang gefunden. Relativ lame. Und von aktuellen Sachen, ich mochte Astral Chain nicht. Oh. So, das hat ja auch viel. Ich habe ja noch eine Sache. Detroit Become Human ist ein scheiß Spiel. Scheiß Charaktere, scheiß Story. Es ist einfach so plakativ und boah. Gut, wer das als sein Lieblingsspiel bezeichnet, hat den Schuss auch nicht gehört. Das hat Gregor gesagt. Ich distanziere mich von diesem. Also, wer würde denn Detroit Become Human als sein Lieblingsspiel bezeichnen? Ey, es gibt bestimmt Leute da draußen. David Cage-Fans. Ja. Also ich wette, mindestens einer in den Kommentaren wird dich deswegen beleidigen. Ist da einer? Der heißt bestimmt auch einer. Hallo einer. Ich rede jetzt mit dir. Würdest du auch sagen, wie David Cage, dass Detroit Become Human überhaupt nicht politisch ist? Ja, so einfach nur eine Geschichte von unterdrückten Androiden in Detroit oder so. Na, dass der richtig sich Mühe gemacht hat, diese Geschichten, die noch nie vorher erzählt wurden. Findest du das gut? Einer, findest du das wirklich gut? Ich habe auch meinen Spaß gehabt, aber es ist fucking David Cage. Der kann nichts. Was das angeht. Ich fand's ein gutes Spiel. Ich hab Spaß gehabt, aber Lieblingsspiel. Fahrenheit hätte auch gut werden können. Fahrenheit. Das tut mir ein bisschen weh. Fahrenheit hat sich enttäuscht. Spaß hatte. Ja, genau. Fahrenheit hat eine geile erste Hälfte und der zweite Teil ist Müll. Oh, schrecklich, Matrix mit Spiel, ich bumse die Lesbe und die wird dann nicht mehr Lesbe. Es gibt ein Spiel, ich trau mich das erste zu sagen, wenn wir kurz vor Ende sind. Ja.
Damit ist es der Rauschmeißer. Ist es der Rauschmeißer, wo wir einfach... Ist es, kennt ihr Perfectly Cut Screams? Da gibt's ja die, die Rubrik bei Reddit und so weiter. Videos, die enden mit einem Schrei oder wo es ganz laut wird und dann kommt wirklich der Cut mittendrin. Ne, wo du denkst, auf dem Höhepunkt. Können wir das mal schaffen? Regie, nachher bis Ende? Du willst einfach erwähnen und einen Schnitt raus, damit wir es überhaupt nicht thematisieren. Also erwähnen, aber du hörst noch so den Anfang der Reaktion. Und dann mitten da ist der Cut. Ja, wenn das die Redaktion, die Regie schafft. Ich weiß gar nicht, ob du es gespielt hast, aber du hast es auf jeden Fall gespielt. Okay, mal sehen, okay. Ich hoffe mal. Hast du sonst noch irgendwie so kleinere Titel, wo du sagst, oh Gott, die haben ich habe hier zum Beispiel kleinere Titel, aber ich glaube, da haben nicht viele davon gespielt. Zum Beispiel Cross Tekken und so. Ich mag überhaupt nicht Dragon Age Inquisition. Kann ich überhaupt nicht leiden. Dragon Age gespielt, das mochte ich auch nicht. Ja, das ist besser auf jeden Fall. Der zweite ist scheiße, der dritte ist okayisch. War es Game of the Year damals? Ja, das war das Game of the fucking Year. Es gibt so einige Game of the Year Spiele, die ich einfach angespielt habe und einfach sage, ey, ist nicht meins. Weil ich Rollenspiele nicht mag, beziehungsweise Fantasy-Rollenspiele zum Beispiel. Sag's mal Skyrim. Finde ich nicht so geil wie ein Fallout. Ich mochte auch nie Elder Scrolls. Elder Scrolls ist nicht so meins. Oder Dragon Age. Ah, nee. Ist auch nicht so meins. Und jetzt kommt's. Witcher ist ein gutes Spiel. Ich hab's nicht beenden können, weil ich das Kampfsystem nicht mag. Du öffnest die Map, du siehst Millionen Sachen, die du einsammeln kannst. Und ja, es ist ein gutes Spiel, es ist nur, ich bin dumm. Es ist überhaupt nicht so meins. Aber hast du nicht mal angefangen? Ich hab angefangen, aber ich fand's irgendwann ätzend. Weil das Kampfsystem so richtig schlechtes. Ey, ich kann da nicht gegensprechen, weil ich hab's auch nur kurz gespielt, weil mich die Open World irgendwann so erschlagen hat. Genau, das ist das Problem. Und dann kommen dann Leute aus deiner Umgebung. Leute aus deiner Umgebung. Ruf an! Kollegen, die dir dann diese ganze Zeit sagen, oh, das ist das beste Spiel der letzten 10 Jahre. Und hast du einfach keinen Bock mehr. Ey, lass uns mal eine kurze, bevor Elias dann seinen Rauschmeister hier nennt. Ich habe hier die Game of the Years der letzten 20 Jahre von IGN gerade vor mir. Okay. Ne? Und ich nenne einfach den Titel und ihr sagt, ob geil für euch oder nicht geil. Okay. Jahr 2001, Halo 1. Ja. Hasse ich. Geil. Ne, ist mir ziemlich egal. 2002, Battlefield 1942. Liebe ich. Ist gut. Ist mir scheißegal. Ist 2003, Star Wars, KOTOR. Oh, das war sehr gut. Das ist mir egal. War mir auch relativ egal. 2004, Half-Life 2. Oh, ich liebe es. Oh Gott, ich habe so viel gespielt dazu. Kann man nichts sagen. War schon okay. Ja. 2005, God of War. Das erste. Kann man heute. Doch, kann man nicht, noch. Doch, na, das erste kann man sich noch ist ein gutes Spiel. Ja. Es wurde ja so oft remastered. Ja. Genau. Mhm. Kann man sich schon geben. 2006, Okami. Oh, gutes Spiel. Super gutes Spiel. 2007, Mario Galaxy. Geiles Spiel. Sehr gut. Hervorragend. Spiel. Bestes Spiel auf der Plattform. 2008, Fallout 3. Oh, gut. Richtig geil. Also, besten Spiel der letzten 20 Jahre. 2009, Uncharted 2. Ja. Damals geil, heute kann ich nicht mehr spielen. Besser gealtert als Teil 3. Bester Teil der Serie. Okay. 2010, Mass Effect 2. Ja. Hammer. Ja. Bestes Game der Serie. 2011, Portal 2. Ja, großartig. Richtig gutes Spiel. 2012, Journey. Eines der wichtigsten Spiele aller Zeiten für mich. Ich bin so positiv überrascht. Ja, so viel Geld für 2 Stunden, meine Güte. 2013, The Last of Us. Habe ich mir richtig schwer mitgetan, hab's nach einem halben Jahr wieder gespielt. Großartig. Ist fantastisch. Ich habe auch erst nach einem halben Jahr das Spiel durchgespielt. Ist richtig gut. Dragon Quest Inquisition, Jahr 2014, haben wir gehört. 2015, The Witcher 3. War schon okay. Ist bestimmt ein okayer Titel. Ich halte mich. 2016. Ich will sagen, dass es schlecht ist. Ich hab's noch nicht durchgespielt. Overwatched. Das als Game of the Year? Ja. Das finde ich aber sehr cool. Also, ja, das ich sehr mag komisch. Overwatch sehr, aber ich würde es nicht als Game of the Year damals betiteln. Bei den Game Awards war es, glaube ich, auch Game of the Year. Da bist du nicht dran vorbeigekommen, so ein bisschen. Shit. Ja. No? 2017, Breath of the Wild. Ja. Ja. Ist gut. Sehr gutes Spiel. 2018, God of War PS4. Mhm. Finde ich auch gut. 2019, Control. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Super. Überbewertet, aber ein gutes Spiel. Vielleicht ein bisschen überbewertet. Es ist kein Game of the Year. Mit Abstand kein Game of the Year. Ja, doch. Also in seinem Jahr ist es auf jeden Fall anwerter. Ja, weil du weißt, Sekiro ist Game of the Year. Sekiro ist Game of the Year. Sekiro ist ziemlich lame gewesen, ja, hast du recht. Wow. So, Elias. Ey, ich bin mir gar nicht sicher, ob das so einen großen Impact hat. Ihr da draußen sagt, welches unser Lieblingsspiel ihr hast und nennt gerne auch eure Pet Peeves. Oder nennt uns unsere Lieblingsspiele, die ihr hasst. In die Kommentare und wenn ihr schon dabei seid, Daumen nach oben. Daumen nach oben. Und sagt, wen ihr hier hasst. Nein. Ja. Und seid dabei bei der nächsten Folge, dann wir lieben eure Scheißspiele. Genau, und das wird gut. Wir lieben eure Scheißspiele. Die Spiele, die ihr hasst, aber wir lieben. Oh! Das wird richtig gut. Okay, Elias, komm, jetzt gib die Bombe.
Naja, ich weiß, ob das eine Bombe ist. Ich hab's vielleicht übertrieben. Naja, gut. Es ist ein Spiel. Regie, sofort rausgehen. Ich hab gar keinen Bock zu diskutieren. So. Es ist ein Spiel, es ist in seiner Atmosphäre viel zu pathetisch. Ich mag die Charaktere überhaupt nicht. Ist ein All-Time-Classic, finde ich nicht. Ich hasse Final Fantasy VIII. Alter!